Obwohl Walker. Walker ist noch für mich annehmbar. Walker finde ich noch passt. Vor allen Dingen, wenn man was auf Englisch guckt. So wie ich. The Walking Dead gebe ich mir nur im englischen Original. Und deswegen Walker, das passt schon. Ja, aber wenn sie irgendwas anderes sagen. Ich bin immer noch für Zombie. Oha, hier geht die Scheiße ab, oder? Oh, Tocke! Weiß nicht. Ihr Kampf-System-Experten für Morrowind. Wenn ich eine Stelle getroffen habe und der Gegner sich nicht bewegt und ich mich nicht bewege und ich einfach immer auf dieselbe Stelle hau, dann treffe ich ja immer. Ist das gut oder sollte ich lieber doch ausweichen und ein bisschen mehr so Movement-mäßig an den Start gehen und dann... Ach du Scheiße. Und dann schauen, dass ich mehr ausweiche und versuche Treffer zu landen. Weil momentan klappt das eigentlich insgesamt ganz gut, wenn ich eine Stelle getroffen habe, dass ich stehen bleibe und einfach immer auf dieselbe Stelle schlag, ja. Weil wenn ich weiß, wo ich getroffen habe, dann mache ich einfach weiter. So. Nice, Spielrüstung hat sich verbessert. Und ich wundere mich, dass ich noch nicht mit dieser scheiß Krankheit infiziert bin, obwohl ich immer so viel Hits einstecke, ja? Und so viel Magie und alles. Eigentlich müssten sie mich ja schon 20 Mal infiziert haben mit dem Scheiß. Ja, komm her. Hier, zack. Oh. Den sollte ich vielleicht dann doch ausweichen, obwohl ich meine, seiner Magie kann man nicht so gut ausweichen. Also er trifft schon vernünftig. Oh, komm, stirb bitte. Jetzt sollte nicht noch jemand kommen, weil ich bin gerade ziemlich am Arsch. So. Puh. Weil mit seiner Magie, er trifft eigentlich richtig, richtig gut. 6 von 10, vielleicht schaffen wir noch ein Level in dieser Episode. Ja, auch wenn wir vielleicht nicht mehr aus der Höhle richtig rauskommen, in die nächste Stadt zu, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Unser Meisterspion da. Irgendwas, Caius Cosades. Vielleicht schaffen wir noch ein Level ab. Axt und Rüstung levelt auf jeden Fall gerade sehr gut. Hier ist wieder nix, super. Und ich frage mich, wozu solche Zombies, Korpuswandler überhaupt irgendwie Feuer brauchen oder den ganzen Scheiß. Oha. Hey. Das ist ein bisschen spät, wenn du Dagoth Garrus bist. Aber naja gut, dann grüßt mich das sechste Haus. Oh, ihr kennt mich sogar schon als Fürst Nerevar an. Ah ja. Benannt, da bla bla bla, geistlicher Diener des sechsten Hauses. Hat mich über euer Kommen informiert. Ihr werdet diesmal gekommen, um die Freundschaft des Fürsten zu ehren, nicht um sie zu hintergehen. Freundschaft des Fürsten? Aha, aha, aha. Eins waren wir Freunde und Brüder, Fürst Nerevar. Dennoch bezwangt ihr mich am Roten Berg. Aha. Bittet euch zum Roten Berg zu kommen. Mhm. Dagoth Ur, das sechste Haus. Diener des sechsten Hauses. Ilunibi-Schrein. Sechstes Haus an sich, unser Feind. Au! Gut, was. Oh, wer bist du denn? Wo bist denn du hin? Ein bisschen bewege ich mich dann doch, anstatt stumm stehen zu bleiben. Also ich kenne ungefähr immer die Stellen. Stirbt er mal? Geh tot! Stirb, du Sau! Alter. Während er mit dem Tod ringt, lächelt Dagoth Garrus. Ach so?
Ich dachte, wir sind Freunde, hast du doch gerade erzählt, an Verfluchter. Mit dem Willen meines Meisters werdet ihr zu mir kommen. In seinem Fleisch, geschaffen von seinem Fleisch. Ich dachte, wir sind Freunde, warum greift er mich denn dann an? Amulett des sechsten Hauses, Ausdauer entziehen. Aha. Nehmen wir mal mit. Vielleicht ist es ein Quest-Item und wenn nicht... Fuck, ich habe ganz schön wenig... Ach nee, ich habe 1800 gelesen. Oha, das kann man gut verkaufen. Botschaft von Dagot Ur. Ist das dieselbe, die er mir vorhin gegeben hat? Jetzt muss ich hier erstmal den ganzen... Bla 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 bla. Bla. Wenn ihr das Video anhaltet, könnt ihr es vielleicht lesen. Weiß nicht. Für mich ist nur wichtig, was hier drin steht. Ich habe ihn getötet. Mhm. Ja, mit seinem letzten hat er mich verflucht. Oh. Ach, ich habe sie doch noch. Wusste ich doch. Ich fühle mich in keinster Weise anders, aber das zeigt sich da auf meinem Gesicht. Okay. Hoffentlich ist das nicht getimed irgendwie. Ach, du Scheiße! Ich weiß auf jeden Fall, wo ich gleich wieder hin darf. Wenn ich das überhaupt schaffe. Wieso ist mein Ring nicht mehr ausgerüstet? Der müsste doch da unten drinne sein. Versuchen wir es einfach mal damit. Vielleicht kann ich ja damit schon irgendwie was schaffen. Nichts geschafft. Naja. Weißt du, habe ich jetzt einen Trank genommen? Fuck, ich habe 1 gedrückt. Habe ich aus Versehen einen Trank genommen, weil ich ja irgendwie was... War das F1? Ja, ich habe einen Trank genommen. Das war natürlich schlecht. Naja, gucken wir mal, was sonst noch so auf uns hier wartet. Beziehungsweise, ich habe gerade gerastet. Mal speichern, weil... Der Macker hat schon gut ausgehalten. Er hat zwar nicht so krass ausgeteilt, aber er hat gut ausgehalten. Was ist das denn hier? Kann ich irgendwas Grabräubern? Ne, scheint nur irgendwie was zu sein, was ich nicht benutzen kann. Alter, das ist hoffentlich kein fucking Puzzle. Oh, was haben wir denn hier? Naja, nichts Besonderes, wie es aussieht. Kann man bestimmt irgendwen beschwören oder sowas. Oh. Rolle der Elemente. Nehmen. Kann man bestimmt gut verkaufen. Ich habe jetzt nicht auf den Preis geachtet. Aha. Rüstungswert 165. Ach so. Eine dauerhafte Wirkung. Mit festigen 20 Stärke, 20 Geschicklichkeit auf mich selbst. Also Leute, habe ich hier gerade einen Jackpot gefunden oder wie sieht's aus? Also ich würde mal meinen, jetzt muss ich nochmal hinter dem anderen Ding gucken. So, das ist noch ein Schild. Hey, hat meins jetzt auch 22, weil ich mehr... Ja. Oh, 15er Stiefel. Na gut, aber wenn ich mir den Wert angucke... Shit. Hohoho. Obwohl, der Glockenhammer, mit dem muss man bestimmt die Glocken hauen. Und da gibt es bestimmt eine Reihenfolge, die ich auch nicht weiß. Also ich schätze mal, dass ich hier noch einmal zurückkommen werde. Was ist hier? Nichts. Okay, also das hat alles wieder wettgemacht, wo ich vorher gesagt habe, in dieser Höhle ist nichts Besonderes. Allein die scheiß Handschuhe. Alter? Alter? Die sind ja mal richtig geil. Und was ich hier noch gefunden habe zum Verkaufen. Am Rich Bitch! Nice, nice, nice. Richtig, richtig geil. Ich bin zwar diese scheiße Krankheit, aber bin einfach zu Chaos Casales zurück, beziehungsweise auf dem Weg mal ein paar Tempel aufsuchen. Gehe ich überhaupt richtig? Nein. Ich kam Seelenklapper. Das heißt, ich muss dahin.
Ich hoffe mal, dass es echt nicht so getimt ist, dass je länger ich die Krankheit habe, desto schlechter ist das. Sonst bin ich nämlich ziemlich abgefuckt. Aber geil, 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 geil. Das freut mich nun sehr. Ich meine, 20 Geschick und 20 Stärke. Also wenn ich jetzt nicht reinhau, und ich bin ja schon fast wieder Level up, wenn ich jetzt mit diesen Handschuhen und allgemein nicht reinhau, dann weiß ich auch nicht, ja? Also ich meine, ich soll jetzt besser treffen und mehr Schaden machen. Da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt eine neue Waffe. Obwohl dieser Zweihandhammer 1 bis 50, das sieht schon nach nice Schaden aus. Aber ich weiß nicht, ob ich auf Zweihand wechseln soll. Und vielleicht brauche ich den Hammer ja noch was für was anderes. So, wo kam ich her? Schwarzes Herz, beflecktes Mark. Ich würde gerne Leichnam der Heiligen. Also muss ich... Richtig. Dann könntet ihr mir ja mal in die Comments schreiben, ohne zu spoilern, ob ich von Einhand auf Zweihand wechseln sollte. Weil, Alter... was war denn hier jetzt? 165 Rüstung, das ist einfach mal viel mehr Rüstung, als was ich alles vorher zusammen... Warte mal, wieso habe ich denn nur 65? Hm. 47. 165? Ist da was falsch? Zählen wir mal zusammen. Wieso ist denn Rüstung nur 47? Oder ist das irgendwie ein anderer Wert, der von meiner schweren Rüstung mit abhängt? Ich glaube, das ist mein schwerer Rüstungswert zusammen mit dem Rüstungswert dieser Gegenstände. Da könnt ihr mich auch gleich nochmal aufklären. Aber schreibt mir bitte mal in die Comments, ob ich, wie gesagt, von Einhand-Axt mit Schild auf den Zweihandhammer wechseln muss, ohne mir noch zu spoilern, ob ich den Hammer vielleicht für spätere Quests noch brauchen muss, ob ich da irgendwie mit den Glocken hauen muss. Das werde ich ja dann sehen. Außer ich sollte an einem Punkt sein, wo ich das machen muss und ich habe keinen Plan, dürfte ich mir natürlich gerne helfen, aber sonst nice. Würde ich das gerne ohne größere Spoiler machen. Außer ihr wollt mir mal die Anfangsgeschichte bis hierhin, bis zu diesem Punkt erklären. Das dürft ihr natürlich sehr gerne. Ey, du Fotze. Bam. Gut, jetzt von den Stats her merke ich jetzt nichts, aber ich bin ja auch, ich habe ja auch einen Debuff drin. Stärke mal 3, Geschicklichkeit mal 2 sowieso. Und... Ja gut, ich denke, da werde ich bei Konstitution bleiben. Bin mal gespannt, wie es ist, wenn... Oh, wo? Hier steht mal Stärke und das haben sie mir nicht abgezogen, nur den ganzen anderen Kram. Bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich alle meine Fähigkeiten wieder habe. Ob ich dann die Scheiße rocke oder nicht. Ich weiß gar nicht, an welchen Händler ich das gewinnbringend verkaufen soll. Die geben mir eh immer nur so Pisspreise. Und außerdem haben die wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld, um es überhaupt bezahlen zu können. Mann, jetzt stacke ich hier auch noch rum, ey. Ich will doch einfach nur raus hier. Ist auf jeden Fall sehr geil. Das nenne ich mal Loot. Ja? Oh. So. Geld. Also wieder zurück. Na, Mock. Dann werde ich mal ein bisschen reichen.